Die hispanoamerikanische Bevölkerung in den Vereinigten Staaten legt großen Wert auf das sakramentale Leben. Der Erzbischof von San Antonio in Texas, Monsignore José Gómez, betonte, dass der Empfang der Sakramente keine kulturelle Frage, sondern Sache des Glaubens sei. Die Hispanoamerikaner streben nach den Sakramenten, angefangen von dem Sakrament der Taufe. Ein wichtiger Teil ihres Lebens ist es, sicherzustellen, dass ihre Kinder getauft werden. Ebenfalls beim Empfang des Bußsakraments und beim Empfang des Sakraments der Eucharistie sind sie sehr eifrig. Sie verstehen wirklich das lebendige Sakrament der Kirche. Das, was wir versuchen zu betonen, ist die Wichtigkeit, die Gläubigen im Glauben zu unterweisen, damit der Empfang der Sakramente nicht nur ein kultureller Akt, sondern ein Akt des Glaubens wird. Ich glaube, dass alle amerikanischen Bischöfe großes Interesse an dieser Glaubensunterweisung der Hispanoamerikaner haben. Monsignore Gómez war einer der wichtigsten Referenten bei dem Kongress Weg nach Emmaus, der diesen Sommer an der Notre Dame Universität von der amerikanischen Bibelgesellschaft organisiert wurde.